Ich überlasse dir Sasuke auf keinen Fall. Na schön, dann werde ich mal gegen dich antreten. Um ehrlich zu sein, der Kinderkram fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Von jetzt an sollten wir mal wieder ernster werden. Jetzt kommt für dich der Weidentanz. Das ist mein Kekkei Genkai. Ich möchte dir jetzt meinen Chamäleontanz zeigen. Er wird dir gefallen. Der Typ da greift mit Knochen an, die aus seinem Körper ragen. Ich habe gesagt, die Knochen sind härter als Stahl. Der Typ ist so stark. Nicht mal mit so vielen Schattendoppelgängern habe ich ihn treffen können. Möchtest du weitermachen? Ich glaube, es wird Zeit. Sasuke. Was ist mit dir los? Es bringt nichts. Gib auf! Ich bin die grüne Bestie von Konoha. Du hast Sakura doch versprochen, dass du Sasuke wohlbehalten zurückbringst. Dieses Versprechen wirst du nicht halten. Gut reagiert. Könnte schneller sein. Schnaps. Der Junge ist sturzbetrunken. Bin ich Heckenfeller oder was? Sieht aus, als würde er die Drunken Master Faust anwenden. Chamäleontanz. Ich bin in der Blüte meiner Jahre. Ich sorge jetzt dafür, dass du wieder nüchtern wirst. Was für ein Quatsch. Ich bin nämlich nicht betrunken. So, du scheinst ja wohl wieder nüchtern zu sein. Tor der Öffnung. Öffnen. Frontal-Lotus. Gib auf. Sag mal, Gaara, was machst du hier? Ich helfe Konoha. Ich bring das hier zu Ende. Du bringst gar nichts mehr in deinem jetzigen Zustand. Er benutzt den Sand also nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff. Trauerzug der Wüste. Noch ein bisschen mehr und es wäre dir gelungen, mich zu besiegen, wenn meine Knochen nicht härter als Stahl wären. Strömender Sand-Tsunami. Diese Sandmenge verändert die ganze Landschaft. Du hast gewonnen. Nein, noch nicht. Trauerzug der Wüste. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, eine Aufgabe hat. Es gibt eine Bestimmung und der müssen wir folgen, so wie wir eine Mission erfüllen, denn dadurch erlangen wir unsere Bedeutung. Der Junge ist doch berühmt für seine absolute Verteidigung. Ist das etwa die? Ich möchte ja nicht stören, aber ich bin auch noch da. Tanz der Klematis. Die Ranke, die Blüte. Du bist der Letzte deines Clans, stimmt's? Gut für dich, dann beschämst du niemanden mehr, wenn du diesen Kampf hier verlierst. Ich bin gar nicht so allein. Ich bin nämlich ein Teil von Orochimarus Zukunftsplänen und Träumen. Tanz der Farnknospen. Der Typ war ein harter Brocken, aber ich habe den Kampf gewonnen. Was weißt du denn schon? Ich habe in Orochimaru einen Menschen getroffen. Der weiß, wie ich bin, wie ich denke, der mich versteht.